Das Coronavirus hat unser Leben fest im Griff. Grenzen, Schulen und Kitas schließen. Demnächst gibt es bestimmt auch eine Ausgangssperre. Wir haben jetzt Montag, mal sehen, was sich entwickelt. Jemand, der nicht viel von diesen Maßnahmen hält, ist Dr. Klaus Köhnlein. Herr Köhnlein, vielen Dank, dass wir kommen konnten in dieser wahrscheinlich stressigen Zeit bei Ihnen in der Praxis. Merken Sie was von der Corona-Pandemie? Ich merke hier eigentlich sehr wenig, nur manche Patienten, die anrufen, ob sie sich auf Corona testen lassen sollen. Und vor allen Dingen tauchten hier jetzt besonders viele Patienten auf, die sich gegen Pneumokokken impfen lassen wollten, weil Herr Spahn das kürzlich in den Nachrichten durchgegeben hat. Das hat schon seine Wirkung gehabt. Aber Um die Corona, bakterielle Infektion zu verhindern. ja, Pneumokokken, die sich dann auf eine eventuelle zum Beispiel, genau. Corona-Infektion ansiedeln. Ja. Ja. Sonst nimmt Was das raten hier. Sie in solchen Fällen, wenn jemand kommt und sich gegen Pneumokokken impfen lassen will? Also ich sehe nicht, dass die Pneumokokkenimpfung irgendeine, ich sehe keine Arbeit, die einen Beweis liefert, dass die Pneumokokkenimpfung funktioniert. Ich habe nur einmal eine Arbeit gesehen, die sie bei HIV-Positiven in Uganda gemacht haben. Da kam aber dummerweise dabei raus, dass die geimpfte Population mehr Pneumokokkeninfekte hatte als die ungeimpfte. Deswegen ist also mein Glaube an die Pneumokokkenimpfung etwas erschüttert, sage ich mal. Aber ich impfe die Patienten trotzdem, die das haben wollen, weil sie sich dann einfach sicherer fühlen. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich denke, ich habe das Coronavirus, was machen Sie dann? Ist das überhaupt schon passiert bei Ihnen? Ja, habe ich auch schon gehabt. Patienten, die Halsweh hatten, starke Halsweh, ruhig, kann man sagen, und beginnenden Husten. Ich habe gesagt, den Test machen wir nicht, weil ich ihn für unsinnig halte. Dann sind die nach Hause. Ich habe ihnen gesagt, bleibt zu Hause, bis ihr gesund seid. Und dann haben die aber Druck gekriegt von ihrem Arbeitgeber. Die arbeiteten nämlich am Universitätsklinikum. Sie sollten sich testen lassen oder zumindest sollten sie gucken, ob sie Influenza haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Dann komm her, dann machen wir einen Influenza-Abstrich. Und der war tatsächlich positiv. Die hatten also Influenza A und zwar offenbar dann die ganze Familie und auch noch Freundeskreise. Also die hatten sich tatsächlich vom Skilaufen Influenza A mitgebracht, was eine harmlose Erkrankung ist. Dem Mädchen ging es schon deutlich besser wieder, als sie hier war. Und nun hatte das Kind endlich einen Namen und alle waren beruhigt. Und wir haben den Corona-Test ausgelassen. Möglicherweise wäre er positiv gewesen. Also an der Geschichte sehen Sie schon, dass dieser Test sehr unzuverlässig ist. Das ist ein PCR-Test, also ein Test auf PCR-Basis, wo falsch positive vorprogrammiert sind. Und es gibt eine Geschichte aus der USA, wo eine Keuchhustenepidemie aufgrund eines PCR-Tests einmal ausgebrochen ist. Eine scheinbare Keuchhustenepidemie ist im Grunde die gleiche Kiste gewesen. Da ist auf PCR-Basis ein Keuchhustenerreger getestet worden, weil der eine oder andere in der Klinik anfing zu husten. Da hat jemand gedacht, oh, das könnte der Beginn einer Keuchhustenepidemie sein. Da müssen wir die Babys schützen, die Alten schützen. Also müssen wir das ganze Personal testen. Das wurde dann auch gemacht. Etliche waren positiv auf den Test. Es wurden tausende Antibiotikagaben verteilt. Impfungen wurden gemacht. Und 6 Monate später kam plötzlich der Bericht von der Klinikleitung: Oh, sorry, it was a false alarm. Sie hätten in keinem Fall den Keuchhustenerreger finden können. Aber davon kann man ja jetzt Deswegen. nicht ausgehen beim Corona, dass alle mittlerweile 160.000 positive Tests fehlerhaft sind. Nee, aber die Hälfte könnten fehlerhaft sein. Also bei PCR-Testen ist es häufig so, dass die falsch positiv sein können. Müssen nochmal den Professor Gigerenzer in Berlin dazu fragen, zu dieser Testproblematik. Die sind sehr sensitiv, diese Teste. Das heißt, wenn Sie ein Molekül von irgendwas haben, kann der schon positiv reagieren. Das heißt ja nicht, dass der Patient dann krank ist. Das heißt noch nicht einmal, dass er das Coronavirus tatsächlich hat. Das wird ja nie isoliert, sondern man verlässt sich voll und ganz auf diesen Test. Und da kommen wir schon zu der Behandlung dann. Ich habe ja. Zur Behandlung kommen wir gleich. Ich Ja, würde noch okay. gern dabei bleiben. Ja, okay. Auch Erstmal wenn zum wir davon, Testen. genau, auch wenn wir davon ausgehen, und eine andere Frage erstmal. Können mehrere Infektionen gleichzeitig auftreten? Das heißt Influenza A, Coronavirus und noch irgendwas? Das können Sie gar nicht unterscheiden, da müsst ihr doch alles testen. Klinisch kann man es nicht unterscheiden, natürlich. Klinisch ist das Corona-Krankheitsbild nichts Neues. Es ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das ist etwas, was wir alle haben.
Aber irgendwo unterscheidet es sich ja doch, zum Beispiel durch die Mortalitätsrate. Die in Italien ist jetzt sehr hoch. Ich weiß, ich habe jetzt nicht die genauen Prozentsätze im Kopf, aber irgendwas bei 6, 8% wahrscheinlich, wenn nicht höher. In Deutschland ist die nicht hoch, in China war sie, glaube ich, bei 2, 3%. Das könnte man sagen, man testet ja gar nicht so viel. Die meisten wissen gar nicht, dass sie das haben. Das heißt, die Mortalitätsrate ist viel geringer. Das ist so das, was man sagt. Aber könnte man das nicht bei einer normalen Influenza, bei einer normalen Grippe sagen? Das sind sehr viel mehr und nicht alle wissen, dass die das haben. Das heißt, die Mortalitätsrate, die bei Influenza wie viel ist? 0,01, glaube ich. Dann ist sie ja noch geringer. Also im Moment scheint es ja doch so, dass die Mortalitätsrate sehr viel höher ist. Oder sehen Sie das anders? Nee, das ist so, das können wir im Moment noch gar nicht sagen, wie hoch die Mortalitätsrate tatsächlich ist. Dazu brauchst du noch wesentlich mehr Teste und wesentlich mehr Erkrankte oder Gestorbene. Ja, Wie das ist das ist noch denn viel zu bei... früh. Aber die Panik, die sich gerade verbreitet, die beruht ja im Wesentlichen eigentlich auf Mitteilungen aus Italien. Und man weiß ja heutzutage nicht, wie viel auch Fake-Mitteilungen da sind. Ich habe italienische Ärzte gesehen, die sich da im Internet verbreitet haben. Da habe ich ganz dringenden Verdacht, dass das so nicht stimmt, was sie da erzählen. Vielleicht sollten wir von Zahlen sprechen. Also wenn man jetzt hört, 20.000 Erkrankte in Italien, hört sich das für uns als Laie nach sehr viel an. Andererseits, vielleicht haben Sie ein paar Zahlen parat. Wie viele Menschen erkranken jedes Jahr an der Grippe, an der saisonalen? Wissen Sie Naja, das? es Also wird jetzt in so, das sind ja Deutschland? auch wilde Schätzungen, sind 25.000, nicht? So nach Robert-Koch-Angaben. Diese Zahlen werden ja auch auf eine merkwürdige Weise ermittelt. Da wird ja einfach die Sommermortalität von der Wintermortalität abgezogen. Und was dann übrig bleibt, das wird so als Influenza geschätzt, mitgeteilt den Menschen. Ja, dass also 25.000 Tote an Influenza jährlich hier sterben. Das sind natürlich auch eine Vorgehensweise, die man hinterfragen kann. Also, Influenza testen wir normalerweise nicht. Bei einer Grippe gehe ich klinisch vor. Wenn der Patient klinisch krank ist, dann wird er nicht behandelt. Der geht dann nach Hause und mit der Auflage, sich auszukurieren. Möglichst ohne Behandlung, wenn es tatsächlich ein viraler Infekt ist. Was ist denn, wenn wir jetzt noch kurz bei den Unterschieden bleiben könnten? Also jetzt wiederum nach meinem Laienwissen. Was ich jetzt anführen könnte, als so der Devil's Advocate, Kinder erkranken kaum am Coronavirus, an der Grippe dagegen schon. Kinder und ältere Menschen sind ja die, die von der Influenza am meisten betroffen sind. Das ist die gefährdete Gruppe. Bei SARS hatte ich schon was gesagt, bei Coronavirus sind die Kinder kaum betroffen. Wie erklären Sie sich das? Also das ist etwas, was für mich dafür sprechen würde, dass das eine andere Erkrankung ist. Also, ob man es daran unterscheiden kann, wirklich weiß ich nicht. Also, ich bin nun kein Kinderarzt, sondern Internist. Ich sehe nicht, dass Kinder häufig an der Influenza erkranken. Das wäre mir auch wirklich neu. Ich habe ja selbst vier Kinder, also da war nie was mit irgendwelcher Influenza, auch im Bekanntenkreis nicht. Habe ich nicht gehört, dass Kinder häufiger an Influenza erkranken. Die machen ihre Kinderkrankheiten durch und das ist es dann eigentlich. Ja. Naja, es sind Statistiken. Aber Sie sagen, Statistiken sind. Statistiken ist nicht zu trauen. Nee. Was ist denn mit dem Enzym, Schlüsselprotein, nicht Enzym? Das ist ein Schlüsselprotein, Furin, das das Coronavirus hat. Das ist anscheinend etwas, was das Coronavirus von den anderen Coronaviren sogar, also das neuartige Coronavirus unterscheidet sich von den anderen Coronaviren durch dieses Furin. Und es ist ein Enzym, das. Da bin ich zu wenig Virologe, um Ihnen darauf eine Antwort geben zu können. Ich bin Kliniker, ja. Und ich sehe wirklich keine neue Erkrankung am Horizont. Es gibt, wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein an der verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit. Ist überhaupt nichts zu sehen, ist überhaupt nichts los im Moment. Im städtischen Krankenhaus haben sie jetzt 20 Intensivmedizinbetten aufgebaut und warten jetzt sehr dringend auf die ersten Opfer, ja. Da wird nichts kommen, da bin ich ganz sicher. Sicher? Ja, ganz sicher bin ich da. Solange wir hier nicht anfangen zu behandeln, da können wir ja gleich drauf kommen, dann auf den Behandlungsansatz. Ich habe ja dann im Lancet gelesen, Eine bin ich über. Medizinzeitschrift. The Lancet ist eine Medizinzeitschrift, also Das eine ist die Fachzeitschrift. medizinische Zeitschrift, was da drin steht, ist eigentlich Gesetz sozusagen. Ja. Und da bin ich drüber gestolpert, über eine Kasuistik von einem Patienten, von einem 50-jährigen Patienten, der an Corona erkrankt ist. Bei dem Patienten ging das los mit Husten, Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und Shortness of breath, also schlecht Luft.
Atemnot, ja. Und die Behandlung erfolgte mit Hochdosis Methylprednisolon, also Hochdosis Cortison. 600 Milligramm Cortison sind das. Moxifloxacin, das ist ein sehr hartes Antibiotikum aus der Gruppe der Geruase-Hämmer. Zusätzlich noch Liponavir und Ritonavir, das sind beides Nukleosid-Analoga und Protease-Hämmer aus der AIDS-Therapie. Ziemlich toxische Sachen. Und das Ganze noch mit Interferon versehen, das auch ein Virostatikum bzw. Immunsuppressivum ist. Das ist auch, hat auch immunsuppressive Effekte. Und dann zum Schluss noch mal ein Breitbandantibiotikum darüber geschüttet. Und das führte dann dazu, dass der Patient gestorben ist. Ein 50-jähriger Patient. Also nicht die Risikogruppe, keineswegs. Nee. Das heißt, diese Behandlung hat jetzt das Immunsystem von diesem Mann lahmgelegt. Aus meiner Sicht ist diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht. Warum hat man das gemacht? Aus Angst wahrscheinlich. Weil er Luftnot hatte, hat man ihm Cortison gegeben. Nach Cortison geht es einem erstmal besser, weil die Entzündungsantwort ausgebremst wird. Das ist ein Lymphozytenkiller, Cortison. Da schwillt alles ab, die Lymphozyten werden vernichtet. Das ist aber gleichzeitig die Abwehrreaktion, die man damit unterbindet. Das Fieber geht runter, dem Patienten geht es vorübergehend besser. Er kriegt ein bisschen besser Luft, aber es kann dann letal ausgehen, wie in diesem Fall zu sehen. Heißt das, dass das jetzt so das Muster ist, wonach man in Italien behandelt? Ich fürchte das. Ich bin nun nicht da in Italien und kann auch nicht die Krankenakten einsehen. Aber wenn sowas im Lancet steht... Als ein Paradebeispiel, oder? Als Paradebeispiel, auch wenn es ungünstig ausgegangen ist, vermute ich, dass die Ärzte nach genau so einem Schema dort unten auch vorgehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die jetzt droht, dass die Ärzte nach diesem Schema oder nach solchen Schemata vorgehen und die Leute durch die Therapie sozusagen dadurch eine höhere Letalität erzeugen und sofort wirkt das Ganze wesentlich bedrohlicher. Warum hat man so in den letzten Jahren behandelt? Weil wenn Sie sagen, es ist jetzt nichts Neuartiges, dann muss es ja diese Krankheitsbilder auch in den letzten Jahren gegeben haben. Welche Krankheitsbilder? Atemnot, Lungenentzündung hat er wahrscheinlich. Und früher hat man nicht so behandelt. Lungenentzündung behandelt man üblicherweise antibiotisch. Meistens sind es ja bakterielle Infekte. Eine virale Pneumonie ist schon eine ausgesprochene Rarität. Das haben wir relativ selten. Ja. Ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr eine virale Pneumonie tatsächlich. Naja, man sagt virale Pneumonie dazu, weil man nichts anderes gefunden hat. Ne? Wahrscheinlich. War vielleicht ein Test dann gut gewesen oder nicht? Bitte? Dann wäre ein Test da an dieser Stelle gut gewesen, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Kommt darauf an, was man für Konsequenzen rausgezogen hat. Bei Ihnen hat man Gott sei Dank nichts gemacht eigentlich. Naja, weil mein Körper antibiotisch. Antibiotisch hat nichts gebracht und dann habe ich mich selbst erholt. Und Sie haben sich selbst erholt, Kraft Ihres Immunsystems. Aber wenn man Sie mit 600 Milligramm Cortison behandelt hätte, wäre vielleicht ungünstig gewesen. Aber warum macht man das gerade in diesem Jahr? Weil man einfach Angst hat, weil so viel Panik herrscht? Ja, ich vermute das. Weil solche Panik herrscht. Also das heißt, die Ärzte sind auch panisch und handeln... Die sind auch panisch. Das ist ja auch so als Arzt. Ich meine, ich kann das ja gut nachvollziehen. Ja, als Arzt können Sie heute schwer neben einem kritisch kranken Patienten stehen und therapeutischen Nihilismus verbreiten. Das ist ganz ungünstig, wenn so viele Medikamente auf dem Plan stehen. Auch was die rechtliche Seite angeht. Sie sind immer auf der sichereren Seite. Wenn Sie alles machen und der Patient hinterher stirbt, haben Sie keinen Fehler gemacht. Während wenn Sie nichts gemacht haben, der Patient stirbt hinterher, dann haben Sie ein Problem. Das heißt, wenn man überdosiert... Da sind die Politiker übrigens in der gleichen Lage. Ne? Deswegen agieren die auch so überschießend, weil die ihren Posten ganz schnell loswerden, wenn sie zu wenig gemacht haben. Wenn sie alle Maßnahmen durchziehen, so wie es jetzt gemacht wird, dann haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie die Epidemie, die nie da war, haben sie erfolgreich eingedämmt. So, da kommt man auch hin wahrscheinlich. Und ihnen kann keiner an ihren Stuhl. Und Spahn wird Bundeskanzler. Okay, aber Politik wollen wir komplett rauslassen, tatsächlich, versuchen. Ich würde gerne auf ein Medikament zu sprechen kommen, das Sie hier schon angeführt haben. Also nicht Sie, sondern das steht da in diesem Artikel. HIV-Medikamente. Das hört man jetzt immer wieder, dass in China HIV-Medikamente für Corona eingesetzt werden. Das hört sich jetzt ziemlich gefährlich an, weil man denkt, oh mein Gott, Corona, ist das so ähnlich wie HIV? Ist das etwas Mutiertes? Ist das ein mutiertes Gen? Wie erklären Sie sich das? Warum nimmt man diese Medikamente? Also das sind eigentlich gar keine aufregenden Medikamente, die da hergestellt werden. Das sind Nukleosid-Analoga. Das ist eine ganz alte Substanzklasse. So hat man damals die ersten AIDS-Patienten auch behandelt. Mit ACT war das auch nichts weiter als ein sogenanntes
Nukleosid-Analogon, ich kann das kurz erklären, das sind Medikamente, die einen falschen Baustein abbilden und da auf dem Weg die DNA unterbrechen. Sie werden in die DNA eingebaut und dann bricht die DNA an der Stelle ab, weil es eben ein falscher Baustein ist, ein ähnlicher Baustein ist. Ein Thymidin-Analogon in dem Fall. Und ich weiß jetzt nicht, welches das Nukleotid bei dem neuen Medikament ist, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, sie bringen natürlich damit auch Viren um, aber gleichzeitig auch den Wirt. Ja, der Wirt besteht ja auch aus DNA. Und das geht bis zum gewissen Grade gut. Wenn die Dosis nicht zu hoch ist, dann kann es sein, dass nichts passiert. Aber wie wir die leidvolle Erfahrung aus der AIDS-Therapie damals war, ja, dass wir mit viel zu hoher Dosis ACT damals die AIDS-Patienten vorzeitig auch ins Grab therapiert haben. Die sind also damals an ACT gestorben. Das ist bloß. Ist das allgemein bekannt? Ist nicht allgemein bekannt. Sie können es in der wissenschaftlichen Literatur aber durchaus nachvollziehen. In der Concord-Studie ist das eindeutig zu belegen, dass ACT viel zu hoch dosiert war. Und erst als das dann zurückgefahren wurde, haben die HIV-Patienten dann eine deutlich längere Überlebenszeit und mittlerweile können sie ja fast ein normales Leben führen. Und die derzeitigen Medikamente werden wesentlich besser vertragen als die damaligen. Aber viele Patienten brauchen es gar nicht. Also ein HIV-Test ist bei weitem kein Todesurteil, sondern mit einem HIV kann man leben, solange man sein Immunsystem in Schuss hält. Aber warum wirken oder scheinen diese Medikamente jetzt bei Coronaviren zu helfen? Naja, das sehe ich ja noch gar nicht, dass die da helfen. Also ich meine, es ist natürlich auch eine super Geschäftsidee, wenn Sie so wollen, auf eine selbstlimitierende Erkrankung. Das ist ja eine selbstlimitierende Erkrankung. Was genau heißt das? Schnupfen oder bitte selbst limitieren. Die hört von selbst auf aufgrund des Immunsystems. In SARS haben wir die ja schon kennengelernt, bei SARS. Ne? Und auch da war es schon so, dass sie den Patient Zero, sozusagen der Erfinder von SARS, den Carlo Urbani, damals so behandelt haben. Da ist die Kasuistik ja auch im Lancet nachzulesen, wie sie den behandelt haben. Das war ein Arzt, der das festgestellt hat. Ja. Die gelinde gesagt ungünstig war, ja. Die haben ihn hochdosiert mit Ribavirin behandelt. Das ist auch so ein Nukleosid-Analogon, auch so gilt als Virostatikum. Und auch hochdosiert Cortison und Interferon damals eingesetzt. Und aus der Zeit kommt wahrscheinlich auch dieser Plan jetzt noch, die Patienten hier mit dem Coronavirus so zu behandeln. Aber SARS war ja so ein Vorläufer. SARS war im Grunde das Gleiche. Das Gleiche. Ja. Und da war also die Sterblichkeit klinisch, sagen wir mal, klinisch, das Gleiche. Ja. Obwohl die Sterblichkeit dann wiederum noch höher war. Da war sie ja. Die Sterblichkeit ist so hoch wie die Therapie, die dagegen gegeben wird. Die funktioniert nicht. Also einen viralen Infekt sollte man möglichst nicht behandeln. Es ist natürlich immer schwierig für den Arzt, eine Therapie, also therapeutischen Nihilismus zu verbreiten. Das ist ungünstig immer. Aber es ist manchmal die bessere Wahl. Ja. Es ist ja immer die Rede davon, dass. Man kann ihn ja mit Sauerstoff behandeln und sowas, genau. Wenn die Luftnot haben. Ne? Also, davon ist ja die Rede, dass Italien zu wenige Intensivstationsbetten hat, zu wenige Beatmungsgeräte und so etwas. Ist das ein Problem, auf das wir stoßen könnten? Es ist ja immer die Rede von flatten the curve. Das heißt, wenn wir jetzt die Krankheit gewähren lassen, was auch immer es ist jetzt, Coronavirus, dann hätten wir eine sehr steile Kurve und dann würden unsere Krankenhausbetten nicht reichen. Ja. Was sagen Sie dazu? Ja, ich bin mir sicher, dass nichts passiert. Inwiefern? Also wenn jetzt dass die Betten leer bleiben werden, also dass wir keine Corona-Epidemie kriegen hier. Die ist ja schon da, sagt man. Die müsste schon längst vorbei sein eigentlich. Das heißt, wenn man keine einschränkenden... Ich meine, jeder Patient ist am infektiösesten, bevor die Symptome ausbrechen. Noch während der Inkubationszeit. Sie akquirieren ein Virus, das vermehrt sich dann exponentiell und dann kommen die Symptome, die Abwehr. Praktisch des Patienten. Und in der Zeit, in der die Viremie am höchsten ist, ist er natürlich auch am ansteckendsten. Bloß da weiß er noch gar nicht, dass er krank wird. Das heißt, sie können eine Ansteckung gar nicht verhindern. Wie wollen sie das machen? Naja, aber was passiert denn jetzt, wenn jetzt Kitas, Schulen geschlossen werden? Die Quarantäne, das ist ein verzweifelter Versuch, das jetzt zu machen. Bloß die Sache ist ja längst gelaufen. Das Virus ist doch schon längst unter uns. Das heißt? Ich glaube auch nicht, dass die tatsächlich das, was sie jetzt erwarten, dass die Durchseuchung mit dem Virus doch ansteigt. Sondern wir werden einen konstanten Durchseuchungsgrad erleben. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt hören, sind ja alles Absolutzahlen. Die sind ja direkt abhängig von der Häufigkeit des Testes.
sind ja nicht bezogen auf 100.000. Natürlich, ja. Das bleibt bei 10% und das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Mikrobe oder was immer das ist, schon längst unter uns ist. Wann wird das denn abflachen? Bitte? Wann wird das denn abflachen? Wann wird das gegen Null laufen? Wenn jetzt die meisten das schon durchhaben, Christian Drosten also von der Charité sagt, 60-70% der Bevölkerung werden sich anstecken. Ja, halten Sie das für wahrscheinlich? Nee, das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Weil ich nicht glaube, dass es ein neues Virus ist, sondern nur ein neuer Test, der jetzt auf die Bevölkerung ausgekippt wird. Und die der Durchseuchungsgrad wird gleich bleiben. Wie hoch ist der? Weiß man das? Ich weiß es nicht. 10% oder 2% oder irgend sowas. Man sagt ja, dass diese Quarantäne vor allen Dingen für die gefährdeten Gruppen da ist. Also sprich für Menschen über 60, Menschen mit einem schwachen Immunsystem und so weiter und so fort. Die sind immer gefährdet, das ist ja nichts Neues. Die Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind immer gefährdet. Von weniger von äußeren Erreger als von inneren Erreger. Ich meine, ich habe lange genug in der Onkologie gearbeitet, um zu wissen, dass onkologische Patienten meistens an einer Pilzsepsis sterben, an Pilzen, an Pilzpneumonien und solche Geschichten, wie die ersten AIDS-Patienten übrigens auch. Ja. Deswegen hat man geglaubt, da muss irgendwas Neues in Gange sein, weil das junge Leute waren, die keinen bekannten Grund einer Immunsuppression hatten, so stand es in dem ersten Buch. Plus die hatten einen unbekannten Grund, das war dieses Amylnitrit. Aber gibt das Virus dann trotzdem den letzten Kick quasi, dass dieser Mensch stirbt? Und dann ist aber das Virus der alleinige Schuldige, wie es so dargestellt wird? Nein, nein, das sind die unterliegenden Krankheiten natürlich, die einen Menschen sterben lassen irgendwann. Ja. Und das Virus hat dann nicht allzu viel damit zu tun. Nee. Die Virologen, die machen immer die Rechnung ohne den Wirt. Die rechnen damit, dass der Wirt anfällig ist und das ist nicht der Fall. Wir haben eine Bevölkerung, der ging es noch nie so gut wie im Moment. Wir sind alle gut ernährt und relaxed. Da könnte man sagen, deshalb ist die Sterberate in Deutschland so niedrig. Ja, aber in Italien sieht es nicht anders aus eigentlich. In Italien, Spanien, im Mittelmeer, da sind sie auch total entspannter. Die Leute haben genug zu essen. Und ich meine, das ist eigentlich der Grund für ein schlechtes Immunsystem, wenn sie nicht mehr so richtig gut zu essen haben. In der Nachkriegszeit, als wir hier am knappsten waren, da waren die Infektionskrankheiten am Werke hier. Das können Sie aus jeder Statistik sehen, wie die Infektionskrankheiten in der Nachkriegszeit runtergegangen sind. Und zwar vor Einführung der Impfung. Da habe ich noch eine schöne Statistik, die ich Ihnen auch noch zeigen kann, über die Masernepidemie, die ja jetzt, wo jetzt eine Zwangsimpfung eingeführt worden ist, von Herrn Spahn auch. Aus der können Sie wunderbar her sehen, dass die Mortalität an Masern praktisch schon fast auf Null war, bevor die Impfung eingeführt wurde. Also nicht die Zwangsimpfung jetzt, sondern ja. die damalige in den 70er Jahren, ne, die Massenimpfung. Aber gibt es denn? Wir haben ja alle noch Masern durchgemacht und haben dadurch eine lebenslange Immunität. Gibt es denn Seuchen, große Seuchen in unserer Zeit? Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass es gar keine großen Seuchen mehr gibt, sei denn in wirklich Kriegsgebieten oder. Aber was ist denn mit Ebola zum Beispiel? Das ist ja etwas, eine Krankheit, die durchaus ein anderes klinisches Bild hat und eine sehr hohe Mortalität. Ist das zum Beispiel also keine Ebola, Seuche? Ich war da selbst nicht vor Ort, aber ein Bekannter von mir war da vor Ort und hat sich das angeguckt und meinte, die meisten Ebola-Fälle sind Malaria-Fälle. Also das ist auch eine sehr unklare Geschichte, was da unten abläuft. Aber ruft Malaria innere Blutungen hervor? Also jede Krankheit, die irgendwann schwer wird, macht das Gerinnungssystem kaputt und dann gibt es innere Blutungen. Aber da ist die Krankheit dann schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Aber also ein spezifisches Krankheitsbild konnte der auch nicht entdecken da unten bezüglich Ebola. Aber lass uns mal Ebola außen vor, da habe ich persönlich keine Erfahrung mit. Okay, weil man hat ja diese Bilder gesehen, also Ebola-Viren, die jetzt wie so ein Würmchen aussehen. Corona ist jetzt eine Kugel mit diesen Stacheln, das gibt es ja schon. Das ist halt also von Corona habe ich wirklich keine elektronenoptischen Bilder gesehen, das sind ja alles Computeranimationen, die sie da zeigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die gibt, dass es Coronaviren gibt und dass die Schnupfen und Husten machen. Ja, das ist sicherlich möglich. Und Lungenentzündungen, obwohl ich jetzt gelesen habe, dass es tatsächlich jedes Jahr 700.000 Lungenentzündungen in Deutschland gibt. Mhm. Eine Zahl, die man sich nur schwer vorstellen kann. Also ich war ziemlich überrascht, wo ich das gelesen habe. Und 30.000 bis 35.000 sterben davon. Dann ist mir schon klar, dass man sagt, okay, dass ein Teil dieser Corona-Fälle jetzt darunter fällt, dann ist das jetzt so. Natürlich, ja. Ich meine, wie viel sterben hier am Tag in Deutschland? Von 1 Million... Von 80 Millionen bei einer mittleren Lebenserwartung von 80 Jahren.
Aber warum hat man dann Eine so Angst Million. davor? Bitte? Warum hat man dann so Angst davor? Das heißt, Ja, die wird geschürt, die Angst. Das muss ja alles seinen Grund haben. Jetzt Ich wird meine, das Sie können ja hier mit einem Patienten schon Angst machen. Jetzt haben drei, glaube natürlich, ich. Ja, und das sind aber alles Einzelfälle. Ich meine, die gab es ja vorher. Jetzt erscheinen sie unter einem anderen Vorzeichen. Jetzt haben sie Corona. Jetzt haben sie einen positiven Test. Wird man vielleicht. Und das ist alles. Und wenn, ich sagte Ihnen ja, wenn der Test vom Markt verschwände und das wäre das, was das Dringlichste wäre, dann würde das Leben weitergehen wie vorher. Könnte der Sommer Aufschluss darüber geben, ob das jetzt eine normale saisonale Grippe ist oder nicht? Weil es gibt ja genug Virologen, die sagen, das wird jetzt so weitergehen, das wird im Sommer nicht abflachen wie eine normale Grippe. Könnte man so in einem halben Jahr schauen und wenn die Erkrankungen nicht zurückgehen, dann sagt man, ja, das ist tatsächlich etwas anderes. Das ist eine andere Krankheit, eine gefährlichere Krankheit. Also wie gesagt, ich beobachte klinisch überhaupt keine Regung hier in der Bevölkerung. Ich habe ja eine gewisse... einen gewissen Überblick als relativ große Praxis hier mitten in Kiel. Ich müsste irgendwie ein bisschen was merken, ob eine Krankheitsaktivität verstärkt wäre jetzt. Das ist absolut nicht der Fall. Ja, in Schleswig-Holstein gibt es heute 123 Fälle. Das ist nicht so viel. Das ist nicht viel, ne. Und wie gesagt, Fälle, ist ja die Frage, was das für Fälle sind. Das sind vielleicht so Fälle, wie ich fast geworden wäre, wenn ich mich hätte testen lassen, weil ich irgendwo hinfliegen wollte, ja. Das heißt ja nicht, dass das Kranke sind, die ja positiv getestet sind oder Husten oder Schnupfen haben. Das sind jedenfalls offensichtlich keine beatmungspflichtigen Fälle, sonst wäre ja unsere Beatmungsstation da längst belegt. Das heißt, Sie gehen schon davon aus, dass die Fälle im Sommer runtergehen werden, dass der Höhepunkt bald vorbei ist? Also die Fälle, die richten sich ganz stark nach der Ausbreitung des Testes. Das klinische Bild. Man hat ja... Also klinisch, wie gesagt, klinisches Bild, ich sehe nichts Neues. Es ist kein vermehrt, nicht mal vermehrt Husten oder Schnupfen im Moment. Aber zum Beispiel SARS und MERS waren ja nicht saisonal. Bei der Grippe spricht man schon davon, dass die saisonal ist. Ja, die ist saisonal, ja. Die ist halt in der... Okay, Sie sagen, wenn man aufhört zu testen... aufhört zu testen, dann hört die Geschichte auf. In dem Moment hört sie sofort auf. Gibt es Statistiken, die jetzt zum Beispiel zeigen, wie viele... Ich weiß nicht, was die Chinesen machen, ob die jetzt auch aufhören zu testen. Ja, das ist die Frage. Ja. Das ist ja genau die Frage, die man einem stellen müsste, ja. Ja, ob sie jetzt einfach weniger Tests machen und deshalb sind die Zahlen rückläufig. Dann verschwindet die Geschichte sofort. Weil es gibt keine neuen klinischen Krankheitsbilder. Es ist nichts unterwegs. Naja, man sagt, es gibt keinen Schnupfen. Es gibt keine Gliederschmerzen, glaube ich. Das Doch, ist ja so, wie es gibt ja diese Tabellen jetzt, wie man das unterscheidet. Also ja, Grippe ist der Gliederschmerzen. Herr Kekulé hat gestern im Fernsehen gesagt, ja, also der übliche Rotz ist nicht das typische Zeichen für einen Corona-Fall, sondern mehr so ein Unwohlsein, hat er gesagt. So ein Unwohlsein, ja, also das ist ja nur beliebig dehnbar. Also ein Fieberanfall ist das meistens, ja. Also wenn man sich unwohl fühlt und so ein bisschen fröstelt und so, dann geht meistens das Fieber hoch. Dann kriegt man anschließend ein bisschen Fieber und danach, wenn das Fieber runtergeht, kriegt man einen Schweißausbruch. Und das ist dann die Abwehrreaktion des Körpers eigentlich auf irgendein Virus, was man sich da gerade inkorporiert hat. Und in der Regel verlaufen solche Verläufe halt völlig blande. Ja. Das heißt, Sie sagen, man sollte die Infektion des Virus, das gibt es, aber man sollte es in Ruhe lassen. Man sollte völlig in Ruhe lassen, Schnupfenvirus, was wir schon immer unter uns haben, und sollte um Gottes Willen diesen Test abschaffen. Ja. Bloß da eiern die Virologen ja rum. Das sehen Sie ja. Herr Drosten auf der einen Seite versucht da zu verharmlosen. Nicht so schnell ist das alles nicht. Auf der anderen Seite versucht er aber natürlich seinen Test zu retten. Das ist ja so. Der kann ja nicht sagen, der Test ist falsch positiv oder sowas. Und macht dann doch wieder so ein bisschen Stress, dass also doch, er hat doch schlimme Sachen gesehen und so, dass also doch da einiges auf uns zukommt und solche Horrorszenarien werden dann doch gleich noch hinterhergeschoben, ja, um die Leute doch wieder so ein bisschen zu verunsichern. Ja, ich glaube, die Leute verunsichert auch. Ich habe jetzt auch unendlich viele Podcasts und so weiter und so fort gehört von verschiedenen Virologen in Deutschland, in Amerika und alle sagen, nicht alle, aber viele sagen, wir haben das genauso kommen sehen, diese Pandemie haben wir schon erwartet, wir haben uns schlecht darauf vorbereitet und es wird jetzt auch nicht in den nächsten Monaten abflachen, das wird jetzt über mindestens ein Jahr so weitergehen, es werden so und so viele sterben und so weiter, also... Naja, sind alles wilde Spekulationen, ne? 250.000 werden sterben, das wird aus meiner Sicht wird dann nicht passieren. Es gibt weitaus höhere oder noch höhere Berichte, ja, weiß genau. Auch immer. Ja. Also wenn sie alle so behandelt werden wie dieser Patient, dann würde ich das auch so sehen. Das heißt, die Panik, die man jetzt hat, ist... Also die einzige Gefahr, die ich wirklich sehe, ist die der Behandlung gegen diese... Das heißt, vor allen Dingen die Ärzte Krankheit, sollten ruhig bleiben. In Anführungsstrichen, bitte. Sollten vor allen Dingen die Ärzte ruhig bleiben. Ja.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt diese Sterbezahlen möglichst drücken will, gering halten will und deshalb überreagiert. Aber gut, das sind jetzt auch wiederum Spekulationen. Ich würde noch gern über eine Impfung sprechen. Es ist jetzt die Rede von einer Impfung, die bald, nicht so bald kommen soll. Trump versucht schon, deutsche Virologen abzuwerben, die jetzt an der Impfung forschen. Was halten Sie von der Impfung? Also ich habe ja das Buch Viruswahn geschrieben, wie Sie wissen. Ne? Deswegen sind Sie ja hergekommen. Das darf ich es mal zeigen. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Und man könnte jetzt das Kapitel neu dazu schreiben. Und vom Viruswahn ist man ja dann nicht weit entfernt zum Impfwahn. Nicht? Wenn man sich dann die Geschichte des Impfens anguckt, dann sehen Sie, dass die Infektionskrankheiten praktisch alle, also gegen die geimpft wird, alle praktisch schon vor Einführung der Massenimpfung auf einem Niveau waren, wo man sich fragt, wieso jetzt eigentlich noch eine Impfung? Was das Publikum auch nicht unbedingt weiß, ist Folgendes, dass Impfungen äußerst lukrativ sind. Viel lukrativer zum Beispiel als Medikamente, weil bei Medikamenten nach 4 Jahren das Patent verfällt und dann müssen Sie sich was anderes ausdenken. Bei Impfung bleibt das Patent. Das müssen Sie nie erneuern. Also wer einmal eine Impfung etabliert ist, dann ist das eine richtige Goldader, auf die man da gestoßen ist. Dann bleibt Deshalb das will so. Trump wahrscheinlich die deutschen Wissenschaftler Ja, haben. wie da jetzt die unterschiedlichen Geldflüsse sind. Also unser oberster Seuchenhüter ist ja mittlerweile Bill Gates geworden. Nicht? Der ist ja, hat sich ja zur Aufgabe gemacht, die Welt von bösen Mikroben zu befreien. Und auf seiner Gehaltsliste steht ja mittlerweile auch das ganze Personal der WHO, nehme ich mal an, und die Seucheninstitute. Und er ist ja derjenige, der in Löwen jetzt ein Institut beauftragt hat mit der Impfung auch, ne, gegen Corona. Wer da das Rennen macht, weiß ich nicht. Jedenfalls halte ich die Impfung natürlich für absoluten Blödsinn, die da auf uns zukommen wird wahrscheinlich. Und Warum? ja, weil das kein Krankheitsbild ist, was gegen das geimpft werden muss. Das ist Was halten Sie von der saisonalen Grippeimpfung? da halte ich auch nichts davon. Ich mache das bei Patienten, die das haben wollen, immer, weil, wie gesagt, aus dem gleichen Grund wie die Pneumokokkenvakzine. Aber nicht, weil ich überzeugt bin, dass das tatsächlich Sinn macht. Also wenn Sie mich fragen, ich impfe mich und meine Eltern und meine Bekannten nicht. Und auch die Patienten, die mich fragen, was machen Sie denn, Herr Doktor? Und wenn ich dann sage, ich mache nichts, dann schließen sich meistens meine Meinung an. Aber ich habe kein Problem damit, andere Leute zu impfen, wenn sie meinen, dass sie sich damit besser fühlen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nutzt. Es gibt keine Belege darüber. Ne? Es gibt keine irgendwelche Doppelblindstudien oder sowas, die einem ein klares Verhalten da an die Hand geben könnten. Nicht? Ich halte es nicht für sinnvoll. Nicht? Das ist. Was ist denn sinnvoll? Man sagt jetzt überall. Sein eigenes Immunsystem in Schwung halten. Das heißt, man muss ausreichend schlafen, man muss ausreichend essen, man muss sich nicht allzu sehr stressen. Was jetzt schwer ist in Ja, Zeiten das des ist schwer. Ja, Coronavirus. wobei jetzt haben wir alle wieder ein bisschen mehr Zeit. Ne? Also ich wäre zum Beispiel schon mehrfach verreist, weil das nicht da wäre, ist ja auch immer ein bisschen Stress. Ne? So kann man jetzt schön zu Hause sitzen und sich beschäftigen. Das Problem ist, sobald man Radio anmacht, Fernseher anmacht, hört man überall Hört man von der überall Pandemie die und hat man Katastrophen. Ja, ein genau. bisschen Angst. Was kann man denn noch machen? Man kann nicht keinen Sport machen im Moment, das ist alles dicht. Was Das kann man stimmt, sonst das trifft machen? mich auch. Ja, habe ich gerade gehört. Ja. Wir haben eigentlich sonst regelmäßig Donnerstags und Dienstags Sport. Und ich habe gerade gehört, dass die Halle auch geschlossen wird. Naja, man kann auch mal noch joggen gehen. Also joggen gehen, wenn man jetzt einen Wald hat. Es Immer sei denn, schön es kommt bald Abstand eine halten. Ausgangssperre und dann darf man nicht mehr joggen gehen, sondern nur zum Supermarkt joggen und zurück oder zur Apotheke. Ja, immerhin, das kann man ja dann noch. Was kann man noch machen? Ernährung, ja, alle wissen, was jetzt gesunde Ernährung ist. Gibt es irgendwelche Geheimtipps? Ich habe jetzt von Vitamin C gehört, von Vitamin D3, das man nehmen könnte. Ja, das kann man alles machen. Also, das schadet jedenfalls nicht. Ob es nutzt, ist auch spekulativ. Also, eine gesunde Ernährung ist in aller Regel ausreichend. Eine gesunde Mischkost ist in aller Regel ausreichend. Da ist in der Regel alles drin, was man braucht, um sein Immunsystem auf Trab zu halten. Aber im Winter ist eine gewisse Vitamin-D-Verarmung ja üblich. Und ob das tatsächlich mit Krankheit assoziiert, ist die Frage. Aber jedenfalls schadet das sicherlich nicht, im Winter ein bisschen Vitamin-D zu nehmen. Das heißt, das Immunsystem ist das A und O. Ja. Und die Virologen, die sind natürlich aus der virologischen Denke, wischen die wahrscheinlich überall jeden Handgriff ab und
Wie gesagt, Frau Mölling sagte kürzlich, sie würde, hätte sich das Haltegeben schon vor 3 Jahren abgewöhnt. Also aus meiner Sicht ein völliger Blödsinn. Ne? Weil wir haben ein Immunsystem, was uns schützt. Was ist mit Mundschutzmasken? Hat man das öfters gehört schon, dass man sagt, das nützt nichts. Stimmt das? Nützt das nichts, wenn man mit Mundschutz rumläuft? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich vermute nicht. Ich vermute, das nützt überhaupt nichts. Ja. Was ist denn mit Ärzten? Man hört immer. Wie gesagt, Sie können die Ansteckung nicht verhindern, weil die Asymptomatischen sind ja genauso Virenverbreiter wie die Symptomatischen. Ne? Und man nimmt ja immer nur Abstand von den Symptomatischen. Die haben aber ihre Viremie ja schon hinter sich. Die sind ja schon einen Schritt weiter, sind schon bei der Abwehrreaktion. Das heißt, die Symptomatischen sind eigentlich weniger ansteckend als die Asymptomatischen, die noch in der Inkubationszeit sind. Deswegen ist es völlig aussichtslos, gegen eine virale Durchseuchung schützen zu wollen. Deswegen sind die Maßnahmen, die im Moment getroffen werden, völlig abwegig. Was könnte man, das haben wir gesagt, was die Einzelperson machen könnte, was würde man der Regierung, was würden Sie der Regierung raten, jetzt in diesem Zeitpunkt? Ich würde der Regierung raten, aber nun sitzt Herr Spahn ja immer mit Herrn Drosten zusammen. Ich würde ihr raten, umgehend diesen Test abzuschaffen. Da machen Sie sich keine großen Freunde mit diesem Vorschlag, glaube ich. Nee, das ist mir schon klar, ja. Aber das wäre wirklich mein Rat, ja. Und das heißt, das Leben normal weiterlaufen zu lassen? Ja, und das Leben völlig normal weiterlaufen zu lassen, genau. Könnte man nicht Immunsystemprogramme ins Leben rufen, um die Bevölkerung aufzuklären? Wo das macht man ja sowieso schon, wahrscheinlich, zu Genüge. Also jeder weiß, was richtiges Essen ist und so weiter und so fort. Genau, vernünftig essen, vernünftig schlafen und nicht zu sehr stressen. Ja. Versuchen wir es. Das war auch tatsächlich die letzte Dienstreise für uns mit Ihnen. Danach Sie wird kommen alles, nicht mehr raus aus Berlin? Wir oder? Kommen nicht mehr aus Berlin raus in der nächsten Zeit. Das heißt, es hat sich aber gelohnt. Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch, Herr Kühnlein. Ja, gerne. Ich hoffe, Sie bleiben gesund. Ich hoffe, wir bleiben gesund. Und wir haben jetzt auf jeden Fall viel, viel Stoff zum Nachdenken. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne.